Anspannung unter Tierpflegern und Zootierärzten. Da das Onaga-Gehege umgebaut und erweitert werden soll, müssen die neuen persischen Halbesel für einige Wochen in das neu gebaute Ausweichgehege hinter dem Eismeer umquartiert werden. Eine aufwendige Aktion, bei deren Umsetzung jede helfende Hand dringend gebraucht wird. Einzeln erhalten die wilden Wüstenbewohner ihre Beruhigungsspritze durch das Blasrohr von Zootierarzt Dr. Flügger. Der Onager hat eine Sedierung bekommen als Vorbereitung auf die Narkose, die er gleich kriegt, weil wir die ganzen Onager umsetzen müssen, weil hier das Gehege und der Stall renoviert werden sollen und deshalb müssen wir für ein paar Wochen umziehen. Immer wieder müssen die Tierpfleger warten, bis die Wirkung der Medikamente einsetzt und das ist bei jedem Tier unterschiedlich. Um eine möglichst gering dosierte, aber trotzdem punktgenaue Narkose zu setzen, benötigt Dr. Flügger volle Konzentration und einen gut gefüllten Narkosekoffer. Dann plötzlich muss alles ganz schnell gehen. Um die etwa 320 Kilogramm Lebendgewicht, die Hagenbecks ältester Leithengst Bento auf die Waage bringt, sicher auf den Transporter zu hieven, sind fast ein Dutzend Tierpfleger nötig. Da die nervösen Wildesel selten narkotisiert werden, nutzt die Tierärztin die Zeit und führt gleich mehrere Untersuchungen aus. Ich habe den Blutoximeter und gucke einmal die Sauerstoffsättigung vom Blut an. Die sollte halt wirklich hoch sein in der Narkose. Und wir haben gleichzeitig auch noch die Herzfrequenz. Heute ist es das vierte Mal, genau. Der siebte Onager, den wir jetzt rüberbringen. Keine Komplikation, alles wunderbar gelaufen. Wir sind ganz froh. Wir hoffen, dass es bei den letzten beiden auch noch so klappt. Dann haben wir einen guten Tag hinter uns. Am neuen Ausweichgehege angekommen, müssen die weiteren Untersuchungen und die sogenannte Hallo-Wach-Spritze vorbereitet werden. Ungeduldig wartet die restliche Herde auf ihren Leithengst. Die ersten Onager, die 1954 Deutschland erreichten, kamen mit einer Hagenbeck-Expedition in den Hamburger Tierpark, wo bis heute mehr als 90 Fohlen gezüchtet wurden. Da auch das Zuchtbuch dieser von der Ausrottung bedrohten Tiere hier geführt wird, engagiert sich der Tierpark zusätzlich in der Erforschung der verschiedenen Unterarten des persischen Wildesels. Aus diesem Grund werden neben anfallenden Pflegemaßnahmen wie der Hufpflege auch Fellproben, eine Hautstanze, Blut- und Schweifhaare entnommen. Auch die Temperatur und der Mikrochip werden überprüft. Damit alles klappt, muss jeder einzelne Handgriff genau sitzen. Wenn man die Tiere umdreht, macht man das immer über den Bauch. Das heißt, man muss die Füße ein bisschen anwinkeln, um den dann über den Bauch zu drehen. Die können natürlich nicht kreuz und quer irgendwie hängen, sondern das muss man genau sortieren und dann kann man die über den Bauch drehen. Nicht lange, nachdem das Aufwachmittel gespritzt wurde, steht Bento wieder auf allen vier Beinen. Aber wozu der ganze Aufwand? Kann man einen Esel nicht einfach am Halfter führen? Ein Onager ist ein Wildtier und das hat eine bestimmte Fluchtdistanz. Und man kann das nicht mit einem Pferd vergleichen oder mit einem Esel. Die wurden tausend Jahre vom Menschen gezüchtet, also domestiziert. Und die sind am Menschen schon gewöhnt. Die kann man reiten, die kann man am Halfter nehmen. Das kann man mit so einem Onager nicht, weil das ist ein Wildtier. Und mit denen kann man nicht einfach spazieren gehen. Naja, zum Glück ist es jetzt geschafft und die Onager haben erst einmal ihre Ruhe. Na, seid ihr wieder fit? Ja? Gut, dann gehe ich jetzt mal wieder. Ciao, ciao.